Recht herzlich willkommen bei Nachgefragt, heute mit Stefan Gergerle, Schlossquadrat Gastronom in Wien, Margareten. Unser Thema einmal mehr Pro und Contra Raucherbereiche in Wirtshäusern, in Gasthäusern. Herr Gergerle, Sie sind mit der jetzigen Regelung überhaupt nicht zufrieden. Ich bin mit dem Tabakgesetz im Grundsatz zufrieden. Der Grundsatz heißt, dass es hier die Möglichkeit gibt, dass die Nichtraucher geschützt werden in baulich getrennten Bereichen. Das war eine Forderung des Gesundheitsministers. Der sind wir nachgekommen. Die Formulierung im Tabakgesetz ist mehr als unglücklich. Da haben wir Probleme. Die führt jetzt zu unglaublich viel Theater. Zwei unterschiedliche Höchstgerichte machen komplett unterschiedliche Erkenntnisse. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. In dieser Ausformung ist das Tabakgesetz momentan ein Problem. Aber der Grundsatz des Miteinanders, dass beide im Wirtshaus und im Kaffeehaus sitzen dürfen, finde ich in Ordnung. Sagen wir vielleicht nur kurz das Detail. Der aktuelle Streitpunkt ist, dass sozusagen Nichtraucher, wenn sie auf die Toilette müssen, halt nicht durch den Raucherbereich durchgehen sollen. Und das unter anderem, das ist also das sehr, steht sehr nicht im Tabakgesetz. Nicht, ist denn nicht der formuliert. Verwaltungsgerichtshof hat 3 Jahre, nachdem der Verfassungsgerichtshof was ganz was anderes gesagt hat, jetzt plötzlich sich auf die Idee versteift, dass man direkt vom Eingang in den Nichtraucherbereich kommen muss. Für mich sind das Stellvertreterdiskussionen. Jeder mündige Bürger kann am Eingang eines Wirtshauses oder eines Kaffeehauses ein Tafel finden, wo drin steht, da steht dann, es ist ein Raucherlokal oder ein Nichtraucherlokal, es gibt eine abgetrennte Zone und dann kann er entscheiden, gehe ich jetzt rein oder gehe woanders hin. Aber diese Stellvertreterdiskussion, die Sie angesprochen haben, die ist ja teilweise auch auf dem finanziellen Rücken der Wirte, weil die meisten haben das jetzt einmal umgerüstet, teilweise um viel Geld und können möglicherweise noch einmal umbauen. Wir haben 50.000 Euro in die Rauchertrennungen investiert und ich habe jetzt diese Auslegung des Verwaltungsgerichtshofs beim Verfassungsgerichtshof bekämpft. Warten wir das Ergebnis ab. Ich kann mir nicht vorstellen, eine Situation, wo wir im guten Glauben auf Basis des Tabakgesetzes diese Rauchertrennungen errichtet haben, viel Geld investiert haben. In ganz Österreich sind es 100 Millionen, an die 100 Millionen Euro, dass das nachher einfach, dass man gesagt hat, das war nichts. Das sind Investitionen in den Nichtraucher. Wir schützen mit diesen Rauchertrennungen die Nichtraucher vor dem Tabakrauch. Was ist da für so Basis dran? Dann sagen die Menschen, sei halbherzig. Was ist denn halbherzig daran, dass wir den Nichtrauchern die Möglichkeit geben, vor Tabakrauch geschützt zu sein und dann neben einem Raum haben, wo die Raucher rauchen können? Ich verstehe diese Kritik nicht. Die kommt von irgendwelchen übergeschnappten Chick-Taliban. Das ist doch absurd. Wir sind keine Gesundheitspolitiker. Ich bin ein Wirt und keine Lungenheilanstalt. Also die Formulierung Chick-Taliban ist interessant. Herr Gergerle, auf gut Deutsch, Sie wollen das Geld, falls Sie es unnötigerweise investiert haben, über eine Amtshaftungsklage von der Republik zurück? Nein, es geht überhaupt nicht ums Geld, es geht um den Grundsatz. Mhm. Es geht um den Grundsatz der Erwerbsfreiheit und es geht um den Grundsatz des mündigen Bürgers. Mhm. Wir haben ja nicht nur das Geld investiert, wir haben in das Konzept investiert, dass wir Rauch- und Nichtraucherbereiche haben. Wir haben das Personal geschult, wir haben einfach das ganze Marketing aufgebaut. Das kann man nicht so einfach sagen, ich will mein Geld zurück. Keine Ahnung, wie es dann nachher weitergeht, aber im Grunde glaube ich schon, dass es hier um eine ganz andere Frage geht, als um die Frage, kriege ich das Geld jetzt zurück oder nicht. Nämlich um welche? Um die Frage, darf ich als Wirt noch das machen, was ich will? Oder wird mir das vorgeschrieben? Wird der Bürger entmündigt, leben wir in einer Verbotsgesellschaft? Weil dann kommt nämlich nach dem Schick kommt der Alk und dann kommt der Schweinsbraten. Dann dürfen wir keinen Wein mehr trinken und keinen fetten Schweinsbraten essen. Na, grüß Gott. Dann sind wir alle vom Staats wegen verordnete Vegetarier. Wo ist die Grenze aus Ihrer Sicht? Ist die schon überschritten? Steuern wir ein bisschen so, ich möchte jetzt USA... Nein, in den USA ist es schon überschritten. Ja. Nein, ganz völlig eindeutig. Wir sind Gott sei Dank in Österreich, haben wir noch... Und genau dieses Tabakgesetz ist im Ansatz dieser Versuch noch, geht das laissez-faire Leben USA. Und Leben lassen, nein, das noch zu halten. Ja, ja. Das komplette Rauchverbot würde, da wäre der Rubikon für mich eindeutig überschritten. Mhm. Gut, das heißt, jetziger Ansatz, falls das so bliebe, wäre in Ihrem Sinne, Trennung, Raucher, Nichtraucher. Es ist nicht das beste System, aber es ist ein Kompromiss. Ja, wir leben ja in der Welt der Kompromisse in Österreich. Wissen Sie, dass manchmal ein Kompromiss dann gut ist, wenn alle mit ihm unzufrieden sind? Also das ist ein guter Kompromiss derzeit. Genau so. Gut, und hier setzen mehrere an. Immer das ausgedruckt, Ärztekammer letzte Woche fordert allgemeines Rauchverbot.
Die Leute sterben einfach wegen des Rauchens. Und Wiener Studie, 7. Bezirk, gemacht worden, 2/3 hält die Regelungen nicht ein. Was sagen Sie dazu? Also zunächst einmal, die Ärztekammer fordert das schon die ganze Zeit. Ja. Das Problem aber es ist, geht ums Leben. Nein, das Problem ist, die Gesundheitspolitik hat in der Raucherprävention seit Jahrzehnten versagt. Das ist noch einmal nicht der Job der Wirten, Raucherprävention zu machen. Die haben versagt und wir sollen das jetzt ausbauen. Das ist Baden, das ist pharisäerhaft, das ist verlogen. In Wald kassiert der Staat relativ viel Geld an der Tabaksteuer. Sehr viel Geld. Und dann verbietet er das Rauchen. Dann, wenn das so gefährlich ist und dass der Tod, wie der Tod wird dann an die Gastronomen gemacht, dann sollst du das Verkauf von Tabak werden verbieten. Wo sind wir denn eigentlich? Das ist doch nicht konsequent. Sie hat Geld kassiert als Staat und derselbe Staat in Wahrheit in Form des Gesundheitsministers sagt, man darf es nicht rauchen. Das versteht überhaupt kein normaler Mensch. Das ist eine. Die Studie, die veröffentlicht wurde, da angeblich im 7. Wiener Gemeindebezirk, das ist nicht in Ordnung. Die haben gemessen, die Luft im Raucher- und im Nichtraucherbereich haben aber nicht gemessen, die Luft auf der Straße. Wenn ich die Luft auf der Straße, die saugen wir als Wirten, die müssen wir technisch ansagen, die Luft herinnen kann immer nur so gut sein, wie die Luft draußen. Das heißt, sie sagen, sie sind den Dreck von draußen an. Die Studie ist ein Schmarrn. Ein kompletter Schmarrn und vor allem sind die Ärzte nicht dazu befugt, die Einhaltung des Tabakgesetzes zu beurteilen. Das haben sie nämlich gemacht und das ist absolut unseriös. Dazu ist zuständig der Magistrat und am Land die BH, die Bezirkshauptmannschaft. Die sind dazu befugt und die Ärzte, die daherkommen und sagen, es sei nicht zu 99% nicht eingehalten. Das nimmt ja keiner ernst. Das Herr Gergely, ganz kurz zum Abschluss, wo stehen wir in 5 Jahren aus Ihrer Sicht, Prognose? Ich sage noch an Branchenkollegen von Ihnen aus Tirol, glaube ich, der Obmann der Gastronomie sagt, Rauchverbot habe ich kein Problem in 5 Jahren. Wie sehen Sie das? Ganz kurz bitte. Ich kämpfe bis zum Schluss fürs Miteinander. Ein toleranter Gastronom, Stefan Gergely, zu Gast. Ihn nachgefragt heute oder wir bei ihm im Schlossquadrat. Danke fürs Gastrecht sozusagen. Wir sind im Raucherteil sozusagen, hat uns aber auch nicht wehgetan. Nein, genau. Wer gehört geschützt, die Raucher oder die Nichtraucher? Sie können mitdiskutieren über Facebook, Raucher oder Nichtraucher. Wer braucht mehr Schutz? Danke fürs Gespräch, danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.